Ein gewöhnlicher Tag an einem beliebten kalifornischen Strand wurde zu einem wahren Albtraum, als scheinbar aus dem Nichts eine Bärenfamilie am Meer auftauchte. Eine Bärenmutter und ihre beiden Jungen gingen, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen wäre, direkt auf das Wasser zu. Die Strandbesucher erstarrten vor Entsetzen und trauten ihren Augen nicht. Plötzlich ertönte ein lautes Geräusch vom Himmel, es war ein Polizeihubschrauber, der zur Überwachung der Situation angefordert worden war. Der Strand versank augenblicklich in eine tödliche Stille. Die Menschen begannen verzweifelt, ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen, schnappten sich ihre Kinder und zogen sich weiter vom Wasser zurück. Einige standen wie gelähmt vor Angst, unfähig, sich zu bewegen. Panik machte sich in der Menge breit, als jemand rief, dass er einen weiteren Bären im Wald gesehen habe. Die Bärenmutter schien sich nicht um die Menschen zu kümmern. Selbstbewusst führte sie ihre Jungen am Wasser entlang. Die Jungen spielten, wälzten sich im Sand und planschten in den Wellen, als ob es ihr eigener Strand wäre. Plötzlich trafen sie auf eine Gruppe von Seelöwen, die panisch ins Wasser flüchteten und am Ufer einen wahren Tumult verursachten. »Oh mein Gott, was ist hier los?«, schrie eine Frau, die ihr Kind festhielt. »Jemand muss die Polizei rufen«, flehte ein älterer Mann, während er sich zurückzog. Ein ortsansässiger Surfer, der von den Wellen zurückkehrte, fand sich im Epizentrum der Ereignisse wieder. Er stand wie erstarrt mit seinem Brett in der Hand zwischen den Bären und der Menge. Rettungskräfte und Polizei trafen innerhalb weniger Minuten ein. Sie versuchten, die Evakuierung der Menschen zu organisieren, aber viele filmten wie hypnotisiert das Geschehen mit ihren Handys weiter. Eine Gruppe japanischer Touristen, die die englischen Warnungen nicht verstanden, machte weiterhin gefährliche Selfies vor der Kulisse der Bären. »Bleiben Sie zurück!« »Provoziert Sie nicht«, rief ein Retter durch ein Megafon. Doch die Menge wuchs weiter, angezogen von dem unglaublichen Anblick. Der Besitzer eines nahegelegenen Cafés sah, was vor sich ging, und begann, kostenlose Getränke an die verängstigten Menschen zu verteilen, um die Spannung irgendwie zu lindern. Plötzlich steuerte eines der Jungtiere auf eine Kühltasche zu, die von jemandem zurückgelassen worden war. »Oh nein, da ist Essen drin«, flüsterte ein Mädchen in der Nähe entsetzt. Das Jungtier begann, mit seinen Krallen an der Tasche zu reißen, um an den Inhalt zu gelangen. Einer der Strandbesucher, ein professioneller Tierfotograf, wagte sich näher heran, um einzigartige Aufnahmen zu machen. Die Bärenmutter wurde wachsam und wandte sich der Menge zu. Die Menschen erstarrten und hielten den Atem an. In diesem Moment schien es vielen, als sei die Zeit stehen geblieben. Eine falsche Bewegung konnte zur Katastrophe führen. Ein Wildtierexperte, der am Ort des Geschehens eingetroffen war, versuchte der Menge zu erklären, dass die Bären wahrscheinlich wegen der extremen Hitze im Wald ans Meer gekommen waren. Glücklicherweise verlor das Jungtier schnell das Interesse an der Tasche und lief zurück zu seiner Mutter. Die Bärenmutter warf einen letzten Blick auf die verängstigten Menschen, drehte sich um und führte ihre Jungen zurück in den Wald. Als sich die Bärenfamilie schließlich auf den Weg machte, versperrte ihnen ein verlassenes Zelt den Weg. Die Bärenjungen begannen neugierig, das neue Objekt zu erkunden und zerrissen den Stoff mit ihren Krallen und Zähnen. Als die Bären ihr Spiel beendeten und aus dem Blickfeld verschwanden, brachen am Strand Schreie der Erleichterung und nervöses Gelächter aus. Die Menschen konnten nicht glauben, was gerade passiert war. Dieser Tag würde ihnen für immer als das unglaublichste und schrecklichste Abenteuer ihres Lebens in Erinnerung bleiben. Nachdem die Bärenfamilie verschwunden war, herrschte am Strand eine seltsame Stimmung, eine Mischung aus Erleichterung, Erstaunen und Unglauben, während die wilden Raubtiere bereits weit weg im Wald waren.